Vor allen Dingen muss ich hier andauernd immer Hustenbonger essen und so. Und dann schmatze ich natürlich auch, dann möchte ich mich entschuldigen oder so. Aber ich habe sowieso Kieferschmerzen und mein einer Zahn ist sowieso locker, ich rede sowieso ein bisschen anders, sollte jeder mitbekommen haben. Aber der Kopf, der hängt da voll drin. Absolut hängt der Herr Kopf da drin. Und ja, dadurch haben wir gedacht, das Amt für Wohnungswesen ist es. Aber ich glaube dort nicht mehr dran. Und ich möchte auch nochmal bitten, wir kommen da im Moment wahrscheinlich im Moment nicht hin. Wir sind ziemlich platt und wir haben auch noch ein paar Informationen zu holen und müssen auch hier und da noch hin. Das ist zum Glück nicht so weit, aber bis dahin komme ich noch nicht zu Fuß. Nein. Und wir können nicht mit Straßenbahn fahren und so. Erstens wird man uns gerne schubsen, aber zweitens, wir fahren mit unseren Shoppern überall gegen. Und wir können unsere Shopper nicht zu Hause lassen. Wir müssen unsere Notebooks alles mitnehmen. Man hatte gerade wieder eingebrochen. Nein. Und da war auch die Polizei vor Ort, aber leider ist da nicht mehr passiert. Und ja, und das bereitet uns im Moment so eine Schwierigkeit, weil wir fahren überall gegen und wir kommen da nicht schnell rein und schnell raus. Und wir wollen natürlich auch noch nicht fallen und so. Das dauert natürlich alles, aber je mehr wir dieses Zeug wieder weiteratmen, lässt das natürlich auch nicht nach. Ne? Regeneriert sich das hier langsamer und vielleicht ist es auch schon so doll geschädigt, dass es sich nicht mehr doll regeneriert. Aber ich möchte auch hier alle anderen Sportsfreunde dafür noch warnen, ne? Psychiater und Ärzte hier, die sich denn mit Gewalt auf uns gestürzt hatten, nach dem Motto, jetzt hat es ja geklappt, ja. Die anderen haben die Vorarbeit gemacht, also es reicht gerade noch so. Ne? Also für jedes absolute Großhirn- und Intelligenzpaket, das reicht bei mir da gerade noch so, dass ich mit dem mitkomme. Also davor möchte ich nur warnen. Wenn wir Hirnschäden sagen und Nervenschäden, ist ein bisschen anders. Ne? Genau. Und man muss deshalb nicht ein Ding zu laufen haben, ne? Wenn man sagt, man hat Hirnschäden und Nervenschäden. Also das muss nicht so sehr ausgeprägt sein und das ist bei uns ganz, ganz doll und es hat bei uns ganz, ganz doll nachgelassen, hirnmäßig. Das möchte ich nochmal eindeutig sagen. Und es ist ein Unding, was man hier einfach so gegen uns abzieht. Das war es erstmal, ne, Schüler? Ja.